Wir haben im Januar über eine besondere Tarifrunde geredet. Wir haben gesagt, wir müssen Transformationen gestalten. Wir müssen Mobilitätswende gestalten. Wir müssen Verkehrswende gestalten. Wir müssen das ganze Thema Digitalisierung gestalten. Wir haben aber erlebt, dass in der letzten Woche, in den letzten Tagen, in den letzten Stunden sich eine Dynamik entwickelt hat durch den Coronavirus, der das erstmal hinten angestellt hat. Es geht jetzt darum, wir müssen Entgelt sichern, Beschäftigung sichern und Zeiten schaffen, damit wir unsere Kinder betreuen können. Genau das haben wir über das Wochenende und Montag, Dienstag intern besprochen mit den Rückmeldungen, die wir aus den Betrieben hatten und haben uns entschieden, wir steuern in dieser Tarifrunde rum. Wir wollen euer Entgelt sichern, wir wollen eure Beschäftigung sichern und wir wollen euch Zeiten generieren, damit ihr euch um eure Kinder kümmern könnt. Entgeltsicherung und Zeiten für Kinderbetreuung, das waren die Ziele, das haben wir auch geschafft. Wir haben als erstes einen alten Tarifvertrag wieder hochgeholt, den Tarifvertrag Zukunft in Arbeit, kurz ZIA. Den haben wir in der Krise 2010 schon gehabt. Damit kann man die Jahressonderzahlung, kann man aufteilen, sein Monatsgrundentgelt erhöhen und damit bekommt man auch mehr Kurzarbeitergeld. Entgeltsicherung. Zusätzlich haben wir gemacht, dass wir einen zusätzlichen betrieblichen Topf gemacht haben, wir nennen den Solidarfonds, wo jeder Arbeitgeber für jeden Vollzeitbeschäftigten im Betrieb 350 Euro einzahlen muss. Diese 350 Euro sollen genutzt werden, um die Entgeltabsenkung, die es beim Kurzarbeitergeld gibt, noch mit zu kompensieren. Solidarisch deshalb, weil es nur auf die geht, die Kurzarbeit haben. Die im Homeoffice sitzen und vielleicht noch ihr volles Geld haben, bekommen vielleicht nichts, aber wir brauchen in diesen Zeiten eine hohe Solidarität untereinander. Das haben wir gelöst. Wenn man das macht, dann gibt es auch Beschäftigungssicherung. Das haben wir geregelt. Und wir haben zusätzlich geregelt, dass wenn alles schief geht, wenn es der Arbeitgeber einem nicht frei keinen Urlaub gibt, nichts nimmt, dann bekommt man auf jeden Fall noch 5 zusätzlich bezahlte freie Tage für Kinderbetreuung. Deshalb haben wir es geschafft. Entgeltsicherung, Beschäftigungssicherung und Sicherheit für unsere Kinderbetreuung. Unsere ursprünglichen Ziele in der Tarifrunde waren ja eigentlich, dass wir die ganzen Themen rund um die Transformation, Globalisierung, Digitalisierung, Verkehrswende, Mobilitätswende, diese Themen wollten wir regeln, um einen langfristigen Tarifvertrag zu machen, um das auch gut abzusichern. Das waren die ursprünglichen Ziele. Aber durch das, was gerade alles passiert ist, haben wir uns entschieden, wir müssen umsteuern. Wir müssen die dringendsten Probleme, die unsere Kolleginnen und Kollegen jetzt haben, lösen. Wie löse ich Kinderbetreuung? Wie habe ich möglichst viel Geld bei Kurzarbeit? Und wie schaffe ich in solchen Zeiten Beschäftigung zu sichern? Wir haben uns entschieden, diesmal einen Tarifabschluss zu machen, der extrem kurz ist. Nicht wie üblich 12, 14, 15, 16 oder noch länger Monate, sondern wir haben gesagt 8 Monate bis zum Ende des Jahres. Keiner weiß, wie das im Moment weitergeht. Wir alle hoffen, dass wir einen sehr kurzfristigen Zeitraum haben, wo das ist. Deshalb haben wir gesagt, bis zum 31.12. diesen Jahres. Wir nutzen die Zeit auch, um die Themen, die wir vorher hatten, Transformation, weiter zu besprechen. Wir nutzen das, aber dieser Tarifvertrag geht bis zum 31.12.2020. Und dann schauen wir nach dem Sommer, wie sieht es aus und im Zweifelsfall können wir dann auch unter besseren Bedingungen all unsere Themen, die wir haben, wieder in einer Tarifrunde nach vorne bringen. Jetzt wichtig ist, dass unsere Betriebsräte mit dem Instrument, was wir geschaffen haben, verantwortungsvoll umgehen. Da bin ich auch sicher, dass sie das können, weil wir haben gute Betriebsräte. Man braucht Absprachen mit den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, wie gehen wir damit um, wie nutzen wir einen solchen Solidartopf, für wen nutzen wir ihn. Wir haben verlässliche Leitplanken gemacht und wir müssen jetzt in einem guten Zusammenspiel mit unseren Betriebsräten vor Ort, vor allem mit unseren IG Metallen Betriebsräten vor Ort, jetzt das Geld richtig einsetzen, damit wir damit auch denen helfen, die im Zweifel am stärksten davon betroffen sind. Wir haben als IG Metall bewiesen, dass wir schnell auf unterschiedliche Situationen reagieren können. Wir haben bewiesen, dass wir ein Ohr an den Problemen unserer Kolleginnen und Kollegen haben. Dieses Ohr haben wir genutzt und haben diese Woche umgesteuert, um die wichtigsten Probleme zu lösen. Das ist die Stärke der IG Metall. Deshalb lasst uns im Gespräch bleiben, lasst uns solidarisch sein und lasst uns gemeinsam auch eine solche Krise bewältigen.
und bleibt gesund.